Südöstlich der Stadt Schwechat an der Fischer liegt die Gemeinde Ebergassing. Sie besteht heute aus den Katastralgemeinden Ebergassing und Wiener Herberg. Als Zehentdorf der Pfarre Thalskirchen wurde Ebergassing erstmals 1120 in einer Melkerurkunde erwähnt. Im Zuge der josephinischen Pfarrneuordnung entstand 1783 die Pfarre Ebergassing. Die heutige Pfarrkirche Marie Himmelfahrt entstand 1851 bis 1853. Die Saalkirche ist nach Westen ausgerichtet, die Ostfassade wird durch den zweigeschossigen Turm dominiert. Mit der Schaffung von Groß-Wien wurde 1938 Ebergassing in den 23. Wiener Gemeindebezirk Schwechat eingegliedert. Erst 1954 wurde die Gemeinde wieder selbstständig. 1975 erfolgte der Zusammenschluss mit der Gemeinde Wiener Herberg. Bis zum 31. Dezember 2016 gehörte Ebergassing zum Bezirk Wien Umgebung. Nun ist es ein Teil des Bezirks Bruck an der Leitha.